Die neue Saison der Fußball-Bundesliga steht vor der Tür, und im Football bringt als Ergänzung zur im Juni gelaunchten App eine neue Webseite auf den Markt. Fußballfans können somit fortan die Inhalte der ImFootball-App auch online unter imfootball.com abrufen. Die neue Webseite bietet damit die Möglichkeit, ImFootball als progressive Web-App zu nutzen. Allerdings bietet weiterhin nur die App die Möglichkeit, sich einen individuellen Newsfeed zusammenzustellen. Die User können aus mehr als 100 Wettbewerben, 1500 Teams, 50.000 Spielern und diversen Interessen, wie Transfermarkt oder FIFA 18 für Esports-Fans, ihre bevorzugten Inhalte auswählen. Dabei werden aktuelle Neuigkeiten aus der Welt des Fußballs mit Highlights abseits des Platzes kombiniert, insbesondere mit Blick auf den Lifestyle der Fußballstars. Die ImFootball-App richtet sich an eine junge Kernzielgruppe von Fußballfans bis 35 Jahre und ist kostenlos für Android bei Google Play TM und für iOS-Smartphones und Tablet im App Store erhältlich. ImFootball informiert auf fast allen Plattformen, egal ob auf dem PC, dem Handy, Instagram oder Twitter. ImFootball informiert Fußballfans ab sofort auf fast allen Plattformen. Das Herzstück ist dabei die App, in der sich die Nutzer abhängig von ihren Interessen ihren ganz eigenen Newsfeed zusammenstellen können. Insgesamt stehen den Usern zahlreiche Channels zur Verfügung, unter denen sie ihre Auswahl treffen können. Sie wählen dabei zwischen ihren Lieblingsclubs, Spielern oder Wettbewerben und Ligen. Abonniert werden können aber auch bestimmte Interessen wie zum Beispiel FIFA 18 sowie Breaking News mit entsprechenden Push-Nachrichten. Neben dem eigenen Newsfeed kann jeder Nutzer der App auch auf einen allgemeinen News-Ticker zugreifen, der alle von der Redaktion als Top-News klassifizierten Inhalte enthält. Zudem gibt es eine Sharing-Funktion, um den Content mit seinen Freunden zu teilen. Die Inhalte werden von der 12-köpfigen ImFootball-Redaktion selbst produziert sowie auch von externen Content-Quellen und Social-Media-Kanälen kuratiert und teilweise auch kommentiert. Das bietet ImFootball zur Bundesliga neben klassischen Live-Tickern und einem schnellen Toralarm finden die User bei ImFootball ausführliche Daten und Statistiken zur Bundesliga. Dabei handelt es sich um die offiziellen Daten der Deutschen Fußballliga. Auf der Webseite gibt es zudem zu jedem Team eine Seite, auf der alle relevanten Informationen wie Kader und Spielplan sowie alle den Verein betreffenden News übersichtlich aufgeführt sind. So bleiben ImFootball-Nutzer in Bezug auf ihre Lieblingsmannschaften immer auf dem Laufenden. So sieht die ImFootball-App aus. Das neue ImFootball setzt auf ein minimalistisches Design, das sich durch Einfachheit und Klarheit auszeichnet. Der Fokus liegt stattdessen auf den Inhalten und der Funktionalität der App. Das Design umfasst auch eine neue Schriftart und ein neues Logo. Zudem tritt die App sehr werbereduziert auf. Öffnet der User das erste Mal die App, empfängt ihn ein Startbildschirm, auf dem er eine erste Auswahl seiner Kanäle treffen kann. Welche Teams möchte er abonnieren? Welchen Spielern folgen? Im Anschluss gelangt er zu seinem eigenen Newsfeed mit dem Namen Für dich, in dem die Inhalte aller abonnierten Kanäle automatisch einlaufen. Zudem kann er auch die einzelnen Kanäle über eine Leiste am oberen Rand des Bildschirms anwählen. Ebenfalls auf dem Startbildschirm sichtbar sind die letzten Ergebnisse der Lieblingsteams des Nutzers im Football bei Google und Apple zum Download. ImFootball ist kostenfrei für Android über den Google Play TM Store und für iOS-Smartphones und Tablet über den App Store von Apple in deutscher Sprache erhältlich. Die App ist zum Start verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Website mit allen Inhalten ist unter www.imfootball.com abrufbar. Auch auf Facebook, Twitter und Instagram bei @im